So, yo Leute, und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Let's Play Advance Wars. Im letzten Part haben wir Kid fertig gemacht, der uns ziemlich zerschossen hat anfangs noch mit seinen indirekten Einheiten, aber wir haben es ja letztendlich doch gemeistert bekommen. Und heute wollen wir uns mal diesem noch unbekannten Gesicht zuwidmen. Was haben wir denn da? Truppen aus Orange Star, falls ich nicht irre, und irre mich nie. Ich dachte, das Heer von Blue Moon hätte sie aufgerieben, doch... Interessant. Ich werde mich mal ein bisschen um sie kümmern. Was ist denn das? Mission 3. Fliegerasse. Ja, neue Mission. Die dritte in der Kampagne und wir sehen schon, das ist hier jetzt verstärkt mit Flugeinheiten scheinbar. Sagt denn nicht, dass diese Gegend sei leer im Sinne von feindfrei? Chitani, Andy, bitte komm, hört ihr? Nell, gegnerische Streitkräfte haben sich hierher breit gemacht. Es sieht so aus, aber sie sind nicht von Blue Moon. Ich versuche mehr herauszufinden. Haltet eure Stellung. Wir haben hier einige Basen, die euch Unterschlupf gewähren. Chitani, passt bitte auf Andy auf, ja? Okay. So. Oh Gott. Er hat einen Bomber und zwei Jäger. Aber ich glaube, ja. Wir haben Luftmissiles. Okay. Gut, dann sollte der Kampf hier eigentlich ganz gut zu gewinnen sein, denke ich mal. Aber er kann halt auch eine Basis hier oben erobern. Naja, egal. Ich sag's euch gleich, auch diese Mission hier ist eigentlich sehr einfach. Man muss es nur hinbekommen, diesen Transportheli hier zu beschützen bis zum Ende. Denn ihr könnt mal kurz gucken, ich zeige euch mal die Map. Hier drüben ist direkt Sasaku. Und sobald man hier die Jäger und auch den Helikopter getötet hat, gibt es hier nichts mehr, was unser Gegner herstellen könnte. An Flugeinheiten zumindest. Und dann ist unser T-Heli eigentlich total safe, kann hier rüberfliegen, setzt die Infanterie ab, stellt sich selbst hier hin, blockiert den Weg und das Haku kann safe eingenommen werden. Das ist soweit erstmal der Plan, aber den muss man natürlich auch erstmal umsetzen können. Und dazu ist es extrem wichtig, die Flugeinheiten vom Himmel zu räumen und ihr werdet gleich sehen, das ist auch aus einem anderen Grund ziemlich happig. Denn unser Gegner ist Eagle, höchste Feuerkraft am Himmel, totale Pleite im Wasser. Seine Gabe ist Blitzschlag, die wirklich verdammt unfair ist. Alle Einheiten außer Infanterie, die warten können, nochmal ziehen. Doch ihre Leistung sinkt dann etwas. Scheißegal, dass die Leistung sinkt. Ich meine, die können nochmal ziehen, das ist einfach scheiße unfair. Ein Fliegerass und hart wie ein Diamant. Fein, Glücksbrille. Nein, schwimm. Du willst dich wirklich mit mir anlegen? Ja, doch, möchte ich. So, jetzt mal kurz gucken. Wie weit kommt der Kollege hier? Der kommt bis hier hin. Und den sollte ich eigentlich schon hier mit... Ja... Kriege ich mit meinem Flock gut weggeräumt. So, ja, du kannst meinen Flock hier auch nur angreifen. Der hier vorne wird von meinem Kampfpanzer relativ hart getroffen. Und mein Helikopter, der kann das Ganze ja dann finishen. Und rums. Oh, verdammt. Jetzt sag mir... Oh, sehr gut, sie kommen nicht ran. Ich dachte jetzt schon. Oi, oi, oi. Denn, ich weiß nicht, ob ihr euch noch dran erinnert. Aber diese Jäger... zerstören am Himmel wirklich alles. Und gerade wenn sie Eagle fliegt, sind das einfach nur die puren Zerstörungsmaschinen. Ja, der TTP, da lädt ein Mech ein, der kommt mit hier vor. Für die Versorgung der Missiles ist das bestimmt ganz gut. So, der Jagdpanzer, der kann ja mal bis hierhin vorkommen, wenn er das soweit schafft. So, du gehst dahin. Ihr beide könnt ja einfach mal die Stellung halten und ich spare hier mal auf einen weiteren Flak. Und das Thema von Eagle finde ich, by the way, auch ziemlich geil. Muss ich mal ehrlich sagen. Bam, bam, badam. Aber das von Andy ist immer noch das Geilste. Ich liebe dieses Thema von Andy. Bam, badam, 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 badam. Also am gefährlichsten ist hier natürlich der Bomber. Das muss man auch ganz klar sehen. So. So, Kollegen, jetzt greife ich euch erstmal an. Oh, das ist erstmal sehr schön hier, der Schaden. Das sieht der geneigte Spieler doch recht gerne. So. Ich kann sie aber leider Gottes nicht one-hitten. Also nicht so, wie ich das hier mit den Helikoptern gemacht habe. So einfach geht das hier mit denen nicht. Kann ich den hier angreifen? Yo, da mache ich auch ganz guten Schaden. Und hier der T-Heli. Den muss ich um jeden Preis beschützen. Und der kann gerade angegriffen werden. Das ist natürlich nicht so cool. Stelle ich ihn hier vorne hin und baue ihn einfach ein. Ja. Glaube ich, das ist die beste Variante. Denn natürlich können die Jäger nur Lufteinheiten angreifen und sind dadurch natürlich völlig ungefährlich für unsere Bodentruppen.
Und ich möchte unbedingt einen weiteren Flak haben. Das ist natürlich wirklich wichtig, wie ihr euch denken könnt. So, ihr beide könnt weiter nach vorne rücken, wie gesagt. Nee, du nicht. Du machst hier den Weg zum T-Heli dicht. Er hat die Gabe voll. Das ist nicht unfair. Nö, 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 nö. Das ist nicht unfair. Nee. Bist du wirklich dumm genug zu glauben, du könntest mir widerstehen? Das scrollt irgendwie automatisch weg. Und die Gabe heißt Blitzschlag. Und er darf nochmal ziehen. Ja, ich würde mich jetzt auch in den Angriffsbereich von meinen Flaks bringen. Das ist sehr intelligent, Igel. So. Ja, perfekt. Du kannst sogar schon den hier unten angreifen. Oder kommst du noch an irgendwen anders ran? Nee, das... Wobei, fahr mal bitte nach vorne. Dich brauche ich später noch für den Bomber. Und du greifst den hier an. Du kümmerst dich um den hier. Und... Moment. Ah, natürlich steht er auf einem Berg. Grrr. Sag mal, muss das sein? So, Moment, ich leere hier mal noch den Mech aus, damit ich den T-Heli beschütze. Denn wie gesagt, der T-Heli ist hier wirklich die wichtigste Einheit am Ganzen. So, hier oben ist der Bomber. Aber bis hierhin kann ich gefahrlos ziehen, alles gut. So, du gehst mal hierhin zurück ein bisschen und ja. Ich ziehe dann eigentlich jetzt nur die Missiles vor und bringe die Flaks in Stellung. Denn, naja, was soll ich noch dazu sagen? Wenn ich Nell vorgelesen habe, sage ich euch mal, wie ich den Bomber da oben fertig machen möchte. Shaitani, ich hab's. Ich weiß jetzt, auf wen ihr da gestoßen seid. Das sind Truppen von Green Earth. Eine unabhängige Splittergruppe soll sich dort herumtreiben. Ich schätze, ihr habt sie gefunden. Achtet auf ihre Luftwaffe. Sie soll äußerst brutal sein. Du bist zu spät, Nell. Was? Soll das heißen, ihr seid schon unter Beschuss? Tja, dann mal viel Glück. Nell ist weg. Sie ist weggerannt. Hä, warum weggerannt? Ich dachte, das ist ein Telefon oder so. Okay. Ich muss meine Ansicht dann wohl revidieren. So, und weg mit dem Jäger. Jetzt muss ich nur noch einen guten Köder für den Bomber auslegen. Und vor allen Dingen meine Missiles natürlich in Stellung bringen. Das ist klar. Und einen weiteren Flak. Meine Missiles in Stellung. Und ich habe hier alles im Blick. Wenn der Bomber mich von der Brücke aus angreift oder von hier drüben, habe ich ihn dann von beiden Seiten gedeckt? Ja, habe ich. Also, ein Feld nach vorne. Dann habe ich alles gedeckt. Und der Bomber wird gleich ziemlich sicher auf den Flak gehen. Da bin ich mir sehr sicher. Und wir können jetzt auch endlich mal den T-Heli nach vorne ziehen. Denn, wie gesagt, es besteht jetzt keinerlei... Oh. Es besteht jetzt keinerlei Gefahr mehr für uns im Luftraum. Außer halt der Bomber, aber der kann keine Lufttruppen angreifen. Und dementsprechend können wir eigentlich gleich direkt durchrushen mit unserem Heli. Ach, ist das schön. So, du lädst ein. Hier bitte auf die Fabrik ausleeren und... Bau mal bitte noch einen Flak. So. Und Ende. Ende Gelände. So, Igel wird jetzt bestimmt... Ja, na klar greift er mit seinem Bomber an. Das war sehr logisch. Und er blockiert den Weg. Das ist gar nicht mal so dumm, muss ich mal ehrlich sagen. Wie viel Schaden mache ich dir? Nicht ganz genug. Moment. Das macht jetzt zwar nicht viel Sinn, ich weiß, aber mit Super Tuning werden wir ein kleines bisschen stärker. Jetzt können wir ja direkt mal sehen, um wie viele Prozent sich jetzt der Schaden hier steigert. Hey, um fast 10%. Das ist sehr gut. Okay, jetzt ist der Bomber weg. Jetzt droht uns hier wirklich keinerlei Gefahr mehr. Und im nächsten Zug können wir dann hier unsere Lösung des Ganzen durchziehen. So, ja. Jetzt gilt es hier nur noch eine Sache zu tun, und zwar vorzurücken. Gnadenlos vorzurücken. So, ja, hier nach vorne mal bitte. Rums. Hier, der Kollege kommt auch noch nach. Einnehmen bitte. TTP zurückfahren. Du kannst hier gleich noch einen von denen abholen hier. So, noch ein Flak hier, den ich nach vorne ziehen möchte. Aber erstmal den hier. Erstmal kommt der hier nach vorne. Dann der Kollege. Und ja, jetzt können wir den Flak auch noch nach vorne ziehen. So, jetzt werden wir Igel einfach mal wieder mit schierer Übermacht zerdrücken. Sofern das möglich ist natürlich, denn er hat auch eine Fabrik. Aber, naja. Wobei, ich möchte mal kurz gucken, das interessiert mich gerade. 1, 2, 3, 4, 5. Wir könnten hier jetzt einen Raketenwerfer bauen und dann seine Fabrik unter Beschuss nehmen.
Das machen wir jetzt einfach mal, weil wir böse sind. So, rein damit und dann können wir noch einen Infanteristen nach vorne bringen, der dann hier unten die Städte einnimmt. Gut, du gehst hier nach vorne. Du auch. Die Artillerie zieht mit. Du kannst jetzt hier eigentlich auch nochmal drauf ballern. Der Flak kommt mit. Die Luftmeister sind nutzlos geworden und der Flak hier kann auch noch mitkommen. Und der wichtigste Zug von allen ist jetzt natürlich... Moment. Hierhin. Und auf das Akku ausleeren. Gut, dann haben wir jetzt in spätestens 2 Tagen gewonnen, würde ich sagen. Du bringst dich hier unten schon mal in Stellung. Okay. Ich bin ja jetzt mal sehr gespannt, was Eagle da jetzt groß unternehmen möchte. Denn viel kann er da jetzt beim besten Willen nicht tun. Ja, ich kann jetzt hier anfangen einzunehmen. Und in spätestens einem Zug habe ich das dann geschafft. Oh, da kam der Kampfpanzer. Zieh dich mal bitte zurück. Da hatte ich jetzt nicht dran gedacht, ehrlich gesagt. Okay, hier hängt nur ein Flak rum. Der ist jetzt keine Gefahr. Zumindest nicht so weit. Das war jetzt auch nicht so cool hier. Also wenn ich hier nur so einen Flak verliere, ist das nicht so schlimm. Davon habe ich genug. Also mit dem Kampfpanzer da, den hatte ich jetzt echt vergessen, muss ich ehrlich sagen. So, der TTP kommt mit nach vorne. Und der Raketenwerfer, der kann ja mal langsam nach oben fahren. Vielleicht erreicht er sein Ziel noch. Und hier... was baue ich? Ich baue einfach einen Jagdpanzer. Denn ich glaube, es ist kein Geheimnis, diese Schlacht haben wir definitiv gewonnen. So oder so, egal was Eagle tut, diese Schlacht ist gewonnen. Ja, wir können ja jetzt nochmal versuchen, so viel Zerstörung wie möglich rauszuholen, denn das geht dann natürlich positiv in unsere Bewertung mit ein. Ja, hier, komm. Den Flak, den kriegen wir noch klein. Ja, das wäre ja auch gelacht gewesen. Aber ich glaube, viel mehr Zerstörung kriegen wir hier jetzt schon gar nicht mehr auf die Reihe. Also du kannst jetzt nochmal nach hier oben fahren. Kriegen wir den hier noch klein? Jo. Sehr schön. Kriegen wir die Luftmeister jetzt noch klein? Nicht ganz. Du fährst weiter zurück. Du nimmst ein. Du nimmst ein. Du fährst hier hoch und könntest theoretisch die Fabrik unter Beschuss nehmen. Wenn ich mir hier jetzt noch einen zweiten Raketenwerfer gebaut hätte, dann hätte ich die Fabrik da oben komplett zerballern können. Aber ich glaube, mehr Zerstörung kann ich hier jetzt auch nicht anrichten. Also beende ich das Ganze einfach. Und gewonnen. Ich habe verloren. Wie? Du bist es, Andy. Yeah, aber wer bist du? Spiel nicht den Ahnungslosen. Ich werde nie vergessen, was du getan hast. Hä? Du willst also weiter den Dummen spielen, was? Also gut, aber unser nächstes Treffen wird unser letztes sein. Hey, warte doch mal. Er ist weg. Was hatte das denn zu bedeuten? Wer zum Teufel war das? Der Oranga. Ich finde, by the way, diese Mission aus den ersten dreien wirklich am leichtesten. Wir haben auch dafür am wenigsten Zeit gebraucht. Wollte ich nur mal so angemerkt haben. Ich glaube, wir sind hier jetzt erst bei 10, 15 Minuten. Ich würde sagen, wir fangen die nächste Mission einfach schon mal an. Und wir sind im Rang aufgestiegen. Wir sind jetzt eine Steinmaus. Keine Holzmaus mehr. Mensch, wie schmeichelhaft. Jo, überschreib mal bitte. Danke, Nell. Ah, okay. Gut, Leute, das möchte ich jetzt auch nochmal vorlesen. Entschuldige die Verspätung. Wer bist du? Ich bin Max, der Kommandant von Orange Star. Ich soll mich euch anschließen und hier bin ich, Shitani. Ein neuer Co? Na du, was ist an dir so besonders? Du gehst alles sehr direkt an, nicht wahr? Ich bin der Meister im Direktangriff. Willst du es wirklich wissen? Ich bin der Beste. Wenn meine Panzer rollen, feuern sie mit Maximum noch mehr. Cool. Ah, scheiße, zu schnell weggeklickt. Aber ich sag ja nicht, ich sei perfekt, aber man muss positiv denken, nicht? Hey, Shitani, solltest du den Kommandant für den nächsten Kampf wählen. Du kannst mit Hilfe des Steuerkreuzes deine Wahl treffen. Und ja, Leute, das ist ein Feature, mit dem wir uns jetzt den Kommandanten in manchen Schlachten aussuchen können. Ganz ehrlich, ich würde euch gerne Max zeigen, aber weil ich weiß, dass wir für eine spätere Mission, Nebenquest-Mission zum Freischalten, diese Schlacht hier mit Andy gespielt haben müssen,
werde ich diese Schlacht hier jetzt auch mit Andy spielen. Denn Max ist in der nächsten Kampagnenmission sowieso als Kommandant vorgegeben. Also werdet ihr ihn dann ohnehin noch zu Gesicht bekommen. Wobei, oder? Beginne ich das jetzt noch? Kann ich auch vielleicht mal rausgehen? Nee, das wollte ich eigentlich nicht damit. Komme ich auch irgendwie raus hier? Warte mal, ich mache es mal wieder. Start, Select, A und B. Und, ja, okay. Wir hatten ja noch mal ein bisschen was im Menü hier. Wisst ihr, ich will jetzt einfach nicht noch eine neue Kampagnenmission starten, denn eigentlich ist mein Kehlkopf so im Eimer, dass ich hier jetzt die Session nicht unbedingt noch weiter fortsetzen möchte. Und, naja, das müsste ich machen, denn ich kann im Kampf ja schlecht zwischenspeichern. Doch, kann ich eigentlich schon, aber ich weiß halt nicht, ob das so gut funktioniert. Ich könnte mir auch einfach einen Save State setzen eigentlich. Hey, das glitzert ja jetzt. Wahrscheinlich, weil wir es abgeschlossen haben. Ich würde mal hier kurz gucken bei Geländepläne, was hier jetzt so ist. Ey, der Typ sieht ja geil aus. Ich heiße dich willkommen. Hier findest du Geländepläne. Besitzt du Fondsmünzen? Kannst du sie hier ausgeben? Ich handle hauptsächlich mit Karten. Sobald du eine Karte besitzt, kannst du auf ihr kämpfen, klar? Ach ja, ich habe auch Kartenmappen. Du brauchst eine Mappe, um deine Kampfkarten dort aufzubewahren. Hör zu, ach, weißt du, kauf einfach. Dann siehst du schon. Ja, Moment mal, das ist noch was ich dir sagen muss. Sind bestimmte Bedingungen erfüllt, stehen neue Kommandanten zur Verfügung. Wie diese Bedingungen aussehen, solltest du aber selbst herausfinden. Schau hin und wieder mal vorbei, dann gebe ich dir ein paar Insider-Tipps. Gut, genug geplaudert, Geld regiert die Welt, was brauchst du? Ey, cool. Dann können wir uns ja jetzt, kaufen wir uns mal die Karte, was klingt denn cool? Zentralinsel klingt cool. Das muss in eine Kriegsgebietmappe. Beim Kauf liegt die Karte dann dort. Ist es das, was du brauchst? Oh ja. Danke für deinen Besuch. Vergiss deine Sachen nicht. So, die Moji-Insel kaufen wir uns auch noch. Ja, das brauche ich. So, und das Kleriff kaufen wir auch noch. Oh, Moment, was hat er gesagt? Das muss in eine 3S-Geländemappe. Beim Kauf liegt die Karte dann dort. Ist es das, was du brauchst? Yo, danke für deinen Besuch. Vergiss deine Sachen nicht. So, okay. Ich würde mir... Yo, speichere mal bitte. Danke. Ich würde mir das jetzt mal gerne angucken hier im Kriegsgebiet, wie unsere neuen Karten hier jetzt aussehen. Ah, okay. Denn die hier möchte ich ja auch noch alle im Let's Play zeigen. Deswegen würde ich, also zumindest so viele, für die ich die Münzen bekomme. Denn ich glaube mal, für alle Karten werde ich hier nicht die Münzen zusammenbekommen in der Kampagne. Aber wir haben uns ja jetzt schon mal ein paar gekauft. Ey, die Map sieht ja mal brutal aus. Und vor allen Dingen, wenn ich sehe, wer unser Gegner ist. Also mit diesem Herrn mit Schnauzer werdet ihr noch Bekanntschaft machen, das kann ich euch versprechen. Mit ihm auch. Ihn kennen wir ja schon. Das ist auch ganz schön brutal hier, die Map, wenn ich, wie ich mir das angucke. Eieiei. Eieiei, da kommt noch einiges auf uns zu. Boah, wie riesig die Map einfach ist. Alter Schwede. Das gefällt mir gar nicht. Huiuiui. Okay, Leute, das wollte ich euch nur mal kurz gezeigt haben. Hier, diesen Laden hier mit Hachi. Schau mal wieder vorbei. Hä, kann ich jetzt nicht mehr da rein? Oh, du schon wieder. Hast du bereits eine Mappe erstanden? Kaufe, kaufe. Nee, thanks, man. Das ist keine Tombola. Ja, sag bloß. Okay. Ich würde aber echt mal sagen, dass wir den Part hier jetzt schon beenden. Wie gesagt, mein Kehlkopf ist geschaffter, als ich es vermutet hatte. Es tut mir wirklich leid, Leute. Ich hätte das jetzt echt gerne noch begonnen, aber ich glaube nicht, dass ich das jetzt noch schaffe. Zumindest nicht, ohne dass ich morgen komplett heiser bin. Tut mir leid, ich bin halt auch irgendwo im Stimmbruch. Das Ende war jetzt vielleicht ein bisschen gezwungen. Wobei, naja, ich hätte es euch wahrscheinlich ohnehin zeigen wollen irgendwann. Also, alles gut. Ja, dann würde ich mal sagen, ich hoffe, ihr hattet Spaß mit diesem Part. Im nächsten werden wir dann auf jeden Fall die Kampagne fortsetzen. Mit der Schlacht, die Andy dann machen wird. Und, ja, ich hoffe, ihr hattet Spaß mit dem Part. Er war relativ kurz, die Mission war ja auch recht einfach. Machen wir uns mal nichts vor. Und ja, ich hoffe, dass wir uns auch beim nächsten Mal wiedersehen. Und bis dahin, ciao, Leute.